singe sehr gerne und deswegen habe ich gedacht, ich würde euch gerne ein Lied beibringen, was Chris und ich bei Retreats mit Thich Nhat Hanh oder seinen Schülerinnen und Schülern gelernt haben. Es ist in Englisch, aber für all die, die jetzt nicht so wirklich in Englisch sind, genau. Es geht darum, einfach wahrzunehmen, dass so viele Lebewesen zu dem Essen, was wir jetzt hier auf dem Tisch haben, beigetragen haben. Deswegen heißt es Many Hands. Und genau, ich würde gerne einen Augenblick uns einfach damit verbinden, was für ein Reichtum wir hier haben. Mit dem, was auf dem Tisch steht, aber auch mit unserer Gemeinschaft. Genau. Kennt jemand das Lied, Many Hands? No. Ja. Ich kenne es, genau. Dann gucken wir mal, dass die Zettel so ein bisschen hier verteilt sind, dass ihr mitsingen könnt, wenn ihr wollt. Und es geht so. On this plate there are many hands, the hands that sow the seeds and the hands that till the land, the hands that work the harvest and brought it to the stands. Yes, on this plate are many hands. In this bowl are sun and rain and air that guide this soil and all the tiny creatures that live there. A delicate balance of beings great and small. Yes, in this bowl we have them all. In this food there are many souls. Some may be of a family who serve it in our bowl. Some may be migrant workers whom we Lasagne. Lasagne. Und das sind so. Alexander, was ist das? Hier steht. Das sind Fuskus-Nuskus-Ketten. Das sind hier. Würzeschnitten. Ja. Salat, Schnittchen, Suppe, Sude, Gluten, Vorsicht, ah, sieht schön aus. Cuatrico.